Voor lange, lange tijd, toen had er onkel Peter aan een dag een kleines hölziges Rössli geschnitzt. Das war eigentlich nichts Besonderes. Spielzeug schnitzen war ja schliesslich sein Beruf. Vom Morgen bis zum Abend ist er in seiner Dachstube oben gesessen und hat Baby geschnitzt. Prächtige Baby und lustige Kasperli-Figuren und Tier, alle Arten Tier. Aber das Rössli, das er heute gemacht hat ihm besonders gut gefallen. Immer wieder hat er es vor sich hingestellt auf der grossen Hobelbank und hat es angeschaut. Von vorne, von hinten und von beiden Seiten. Und er hat es ein bisschen gestreichelt, ganz fein, über die struppige Mähne, die er ihm erst gerade angeleimt hat. Ein so ein prächtiges Rössli habe ich in meiner Lebtung noch nie gemacht, hat der Onkel Peter in seinem Bart gemurmelt. Da komme ich mindestens einen Taler über dafür. Ein Taler, das war viel Geld gewesen. Schon hat er wollen, die vielen Messer und Spachtel und Sägen zusammenpacken, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Da hat er auf einmal geschaut. Vor Staunen hat er schier Schnaufen vergessen. Tatsächlich, aus den Augen von dem hölzigen Rösti sind dicke Tränen über die frisch gemalten braunen Backen abgerugelt. So, hör doch auf, hat Onkel Peter ganz verschrocken gerufen. Die Farbe geht dir ab, wenn du brüllst. Und was gibt's da überhaupt zu brieken? Muss ich dir ein paar Tupfen mehr machen auf der Seite? Oder brauchst du grössere Rädli? Oder hinkst du Moment sogar? Nein, sicher nicht. Ich weiss gewiss nicht, was es da zu brüllen gibt. Also, ich komme sicher für dich einen Taler über, wenn ich dich verkaufe. Aber die Tränen sind immer weiter über die frisch gestrichenen Backen von dem kleinen, hölzigen Rössli abgerugelt. Da ist Onkel Peter Geduld ausgegangen. Er hat das Rössli gepackt und hat es weit im Bogen auf einen grossen Haufen Spielsachen gerührt. Die hat er alle morgen wollen verkaufen. Das Holzrössli hat kein Wort gesagt. Aber es hat immer weiter geprägt, ganz still in sich hinein. Und wo es dunkel geworden ist und wo alle Holztiere und Baby in diesem grossen Sack unter Onkel Peters im Stuhl geschlafen haben, da sind immer noch heisse Tränen über die Backen von dem hölzigen Rösti abgerugelt. Endlich ist es morgen geworden. Unser Rösti hat die ganze Nacht kein Auge zugetan. Der Onkel Peter hat schnell ein bisschen Kaffee getrunken und dann hat er den Sack auf den Buckel genommen und los ist er, gut die schönen Spielsachen verkaufen. In jeder Stadt und jedem Dorf, wo der Onkel Peter hingekommen ist, sind dem Kind auf der Straße entgegengerannt und haben gerufen, der Onkel Peter ist wieder da, der Onkel Peter ist wieder da mit seinen schönen hölzigen Spielsachen. Und dann sind aus den Häusern die Väter und die Mütter, die Grossväter und Grossmütter, die Onkeln und Tanten, Väter und Bäsen und auch etwa ein Götti oder ein Gotte gekommen. Alle wollten schauen, was der Onkel Peter Neues geschnitzt hat. Die Buben und Mädchen, die gerade Geburtstag oder Namenstag hatten, die hat natürlich Glück gehabt. Die haben die schönsten Spielsachen bekommen. Sie haben können auslesen, was sie wollen. Und die Kinder, die schon in die Schule gegangen sind, die haben vielleicht Lineal bekommen, farbige oder Federnhalter, die schier schönere, wie der Lehrer selber gehabt. Die Kleineren, die noch nicht in die Schule gegangen sind oder höchstens im Kindergarten, haben Baby bekommen mit Armen und Beinen, die man hat können bewegen oder geschnitzelte Tierchen. Rössli und Kühe, weisse Schäfli oder ein wildes Geissli oder auch Häusli und kleine Möbel für ihre Babystube, wie sie es gerade wollen. Auch Surli hat der Onkel Peter geschnitzt. Die haben eine halbe Stunde lang können trüllen, ohne umzufliegen, wenn man es geschickt hat können antreiben. Wenn die Kinder fertig ausgelesen haben, so haben sie dem Onkel Peter die Hand gegeben, haben dem Adi gesagt und noch von weitem gerufen, gell, kommst du gleich wieder, der Onkel oder der Grossvater kaufen mir schon wieder etwas. Die grossen Leute sind noch ein Weile beim Onkel Peter stehen geblieben und haben mit ihm geplaudert über allerlei, was in der grossen Welt draussen passiert ist. Es hat nämlich dortzmal in den meisten Orten noch keine Zeitungen gegeben. Und von einem Radio hat noch kein Mensch etwas gewusst, geschwiegen dann vom Fernsehen. Der Onkel Peter war fast der Einzige, der in die Dörfer in der ganzen Umgebung amigs die neuesten Nachrichten gebracht hat.
Sein hölzige Rössli aber hat ihm niemand abgekauft. Sogar dem freigebigsten Onkel war halt ein Taler zu viel gewesen. Könntest du nicht ein bisschen runtergehen mit dem Preis? Ein ganzer Taler, das ist also schon etwas teuer, haben die Leute gesagt. Aber der Onkel Peter hat es gedacht, das Rössli sei ihm so gut geraten, nein, das gebe er jetzt keinen Rappen billiger. Schaut es doch einmal an, hat er zu den Leuten gesagt. Das ist doch ein Prachtsrössli. Nein, also das gebe ich wirklich nicht billiger und lasse auch nicht mehr Erde mit mir. Die ganze Zeit sind dem kleinen Holzrössli Tränen in den Augen gestanden. Es hat so traurig in die fremde Welt rausgeschaut, dass der Onkel Peter schliesslich gefragt hat. Je, liebes Rössli, was fehlt dir eigentlich? Bist du denn nicht zufrieden mit deinen prächtigen grünen Rädli und den schönen blauen Streifen und dem roten Sattel? Jetzt will ich doch einmal wissen, was es da zu brüllen gibt. Da hat das Rössli einen tiefen Schnuff gemacht und schliesslich hat es geschluchzt. Meister Peter, ich will eben nicht fort von dir. Bist so gut verkauft wie nicht. Ich will immer dein brav Rössli sein. Immer, immer will ich bei dir bleiben. Ich brauche nicht viel. Etwa dir ein bisschen Farbe, wenn es noch immer abgegangen ist. Und jedes Jahr ein paar Tröpfen Öl für die Räder. Bist so gut. Verkauf mich nicht. Ich will dir treu dienen, wie eine Lebtig. Wenn ich nur nicht so allein muss in die fremde Welt raus. Bist so gut. Der Onkel Peter hat sich hinter den Ohren gekratzt und hat auf das hölzige Rössli geschaut. Ja, das ist jetzt allweg schon zum Brüllen, hat er schliesslich gesagt. Die anderen Baby und Tiere freuen sich immer, wenn sie auf die Reise in die grosse Welt raus dürfen. Aber wenn halt niemand einen Taler zahlen für dich und du einfach nicht fort willst, so behalte dich halt. Und vielleicht werden wir noch gute Freunde. Aber das Rössli hat meine noch einen Kummer gehabt. Meinst du nicht, Onkel Peter, ich sollte doch einen Namen haben, dass du mir kannst rufen kannst, wenn du mich brauchst? Der Onkel Peter hat sich ein bisschen an den Barthaar gezogen. Ja, was meinst du, wenn ich dir würde Hü sagen? Hü ist eigentlich ein schöner Name für ein Rössli. Und alle Kinder haben ihn sicher gern. Da hat das hölzige Rössli von lauter Freude schier nicht mehr stillstehen. Juhui, jetzt bin ich das Rössli Hü vom Onkel Peter, hat es gewirrt, so laut sagen können. Und es ist dreimal im Kreis herumgesauset um den Onkel Peter herum. Der Onkel Peter und das Hü sind wirklich gute Freunde geworden. Überall, wo der Onkel Peter angegangen ist, das Rössli hat ihn begleitet und hat auf seinem rot gemalten Sattel den Sack mit den Spielsachen getragen. So hat der alte Onkel Peter nicht mehr müssen den Schwersack von einem Dorf ins andere buckeln und hat können gerade auflaufen wie ein junger Mann. Aber auch sonst hat er es heute gut können brauchen. Es hat zum Beispiel alles Geld getragen. Wenn der Onkel Peter gute Geschäfte gemacht hat, hat er ihm heute den Kopf abgeschraubt und hat Batzen in den leeren Bauch hineingetan. Und nachher hat er den Kopf wieder angeschraubt. Sie war stolz auf das Geld, das sie getragen hat. Und natürlich hätte kein Mensch gedacht, was es da Wertvolles in dem Bauch von dem kleinen Rössli hat. Einen ganzen Haufen grosse und kleine Silberbatzen sind dort hineingelegen. Oh, ich bin glücklich, hat sie immer wieder gesagt. Und war lustig und vergnügt vom Morgen früh bis zum Abend spät. So ist es gegangen, ordentlich lang. Aber einmal, wo sie wieder durch ein Dorf gezogen sind, da ist kein einziges Kind auf die Straße gekommen, um Onkel Peter Grüezi sagen und die neuen Spielsachen anschauen. Wie ist jetzt auch das möglich? Hat der Onkel Peter gesagt und hat die Stirn gerunzelt. Sind die Kinder manchmal in der Schule? Aber nein, es war gar nicht Schulzeit. Eine ganze Schar Buben haben am Bach gespielt. Warum jubelt es denn nicht wie sonst? Warum kommt keins zu rennen, um zu schauen,
die neuen Baby und die anderen Spielsachen. Und gespässig. Auch die grossen Leute sind in den Häusern geblieben. Gerade wie wenn es der Onkel Peter überhaupt nicht gibt. Das ist jetzt doch eigenartig, hat der alte Spielzeugschnitzer gemurmelt und ist die Strasse abgelaufen. Das Heu hat eine Kopflampe und ist traurig hinter dem Dreh gerugelt. Da hat der Onkel Peter zmitzt auf der Strasse etwas Merkwürdiges gefunden. Ein Kopf von einem Porzellanbaby. Der Onkel Peter ist da geblieben und hat den Kopf aufgelesen. Er hat seinen grauen Kopf geschüttelt. So ein elendes Baby habe ich noch nie gemacht, das kann ich sagen. Natürlich muss so etwas kaputt gehen. Der Kopf aus Porzellan oder noch aus etwas Mieserem und die Haare aus Kunstseide. Und kaum sind die beiden noch ein Stückchen weitergelaufen, da haben sie verbrochene Rädchen und Schrauben gefunden von Spielsachen, die allweg ziemlich teuer waren. Und zuletzt hat der Onkel Peter an einem Strassenecken eine Zeitung gefunden auf dem Boden. Jetzt war alles klar gewesen. Früher hat es nur in den ganz grossen Städtzeitungen gehabt, aber jetzt sind es auch in die kleinen Dörfer und Städtchen rausgekommen. Da haben die Leute den Onkel Peter nicht mehr gebraucht. Sie haben ja aus der Zeitung alles schon viel früher und genauer gewusst. Und in dieser Zeitung hat der Onkel Peter auch gelesen, dass man in der Stadt einen im grossen Warenhaus ganz billige Spielsachen kaufen kann. Jetzt haben die Kinder nicht mehr warten, bis er mit seinem grossen Sack wieder mal ins Dorf gekommen ist. Für ganz wenig Geld haben sie in der Stadt herzige Baby bekommen. Die Baby sind natürlich dann gleich kaputt gegangen, aber das weiss so ein kleines Kind eben nicht zum Voraus. Sie haben viel schöner ausgesehen, diese Spielsachen, und sind feiner gewesen, weder die starken Spielzeuge aus Holz, die der Onkel Peter geschnitzt hat. Sie und der Onkel Peter sind jetzt weitergewandert, von einem Städtchen ins andere, von einem Dorf ins andere. Überall ist es ihnen gleich gegangen. Die Kinder haben den Onkel Peter nicht mehr gebraucht, weil sie viel billigere Spielsachen in den Warenhäusern kaufen konnten. Und die grossen Leute haben nicht mehr müssen warten, was der Onkel Peter recht Neues zu berichten wüsste. Sie haben alles in der Zeitung können lesen. Das hat schliesslich nicht so viel gemacht. Aber der Onkel Peter hat doch zu essen und zu trinken gebraucht. Und das hat Geld gekostet. Immer kleiner hat der Onkel Peter amigs wieder müssen im Bauch vom Heu langen, um einen Batzen oder eine Paare rauszunehmen. Und am allen einen Tag war nichts mehr drin gewesen. Der Onkel Peter hat alles gebraucht, weil ihm einfach niemand mehr seine Spielsachen abgekauft hat. Was sollen wir jetzt anfangen? Hat sie gefragt. Was hat meine Spielsachen billiger verkaufen? Hat der Onkel Peter gesagt. Und er hat seine schönen hölzigen Baby und Tier und Häusli für ein paar Batzen verkauft, nur dass er jeden Tag ein Stück Brot kaufen konnte. Das Heu hatte gleich nichts mehr zu tragen. Alle Spielsachen waren verkauft. Was sollen wir jetzt machen? Hat das Heu wieder gefragt. Ach, herrje. Der Onkel Peter hat gesäufzt. Dann muss ich halt meinen Mantel verkaufen. Und er hat seinen Mantel verkauft. Aber er hat gleich angefangen zu frieren. Seine Schuhsohlen sind nämlich auch durchgelaufen und haben das kalte Regenwasser und Schneewasser reingelassen. Eigentlich, was nützen einem verlöcherte Schuhe? Hat der Onkel Peter gesagt. Und hat sie einem Lumpenhändler verkauft für ein paar Rappen. Aber von denen war auch nichts mehr übrig. Jetzt war der Onkel Peter schlecht dran. Kein Geld, keine Spielsachen, kein Mantel, keine Schuhe, nichts mehr zu essen. Oh je. Der alte Mann hat angefangen zu zittern vor Hunger und Kälte am ganzen Leib. Und auch das Heu war nicht mehr in der Ordnung. Die Farbe ist ihm abgegangen auf dieser langen Wanderschaft. Und die Nägel an den Gelenken und an den Rädchen haben angefangen rosten. Aber da hat man jetzt auch nichts machen. Mein Meister ist krank, hat das Heu geklagt. Jetzt muss ich halt probieren, ob ich mich selber verkaufen kann, wenn nur meine Farbe noch etwas schöner wäre.
Spät am Abend sind sie zu einer Schür gekommen, was wenigstens können unterschlüpfen. Der Onkel Peter hatte Hunger und Fieber und ist eingeschlafen. Da ist ein kleines, hölziges Rössli davon geschlichen. Es hat links und rechts geschaut. Ja, alles ruhig. Jetzt ist es raus, in die Nacht raus, im Mondschein und hat angefangen zu laufen, so schnell seine hölzigen Rädchen haben können trüllen. Aber wo hat das Heu hin wollen? Es hat auf der lieben Welt keinen Mensch gekannt, der ihm helfen konnte. Da kam ihm mitten im Laufen im Sinn, gekommen, dass es einmal mit dem Onkel Peter an einem grossen Haus vorbeikam. Und in dem Haus hat ein kleines Mädchen zum Fenster ausgeschaut. Es ist weit rausgelehnt und hat gerufen, je, das schön kleine Rössli. Aber es ist niemand rausgekommen. Das war ein ganz vornehmes Haus. Und in so einem Haus hat kein Mensch etwas einem Hausierer abgekauft. Aber das hölzige Rössli hat dem kleinen Mädchen scheint gleich gut gefallen. Das Heu hat aber schon gewusst, dass es jetzt nicht mehr so schön ausgesehen hat wie früher. Aber es hat gehofft, es gefalle dem kleinen Mädchen gleich noch. Und es hat probiert, ob es sich selber ein bisschen schöner machen könnte. Es hat in einem Bächli gebadet und dann ist es auf den weiten Weg in das Städtchen, wo das kleine Mädchen gewohnt hat. Die ganze Nacht ist es durch die dunklen Wälder gelaufen und über hohe Höger. Und am Morgen ist es endlich im Städtchen angekommen. Es hat das grosse Haus ganz gut gefunden, hat noch gut gewusst, wie es aussieht. Es war alles ruhig in diesem Haus. Wahrscheinlich haben alle noch geschlafen. Die Sonne ist zwar schon seit einer Weile aufgegangen. Das Heu ist um das grosse Haus herumgelaufen. Es hat gewartet, ob nicht jemand die Tür aufmache. Aber es ist niemand gekommen. Es hat nicht gewusst, soll es an den Glocken läuten oder an die Türen klopfen oder einem laut wiehern, dass das kleine Mädchen merke, wer da sei. Und das Heu hat zu den Fenstern geschaut und hat gewiehert. So laut es hat können. Aber nichts hat sich bewegt. Da ist das Rössli halt in den grossen Garten hinein und hat ein Spielhäuschen gefunden, das dem kleinen Mädchen ganz allein gehört hat. Das spielt es allweg den ganzen Tag, hat es heute gedacht. Mich nimmt es Wunder, was es für Spielsachen in diesem Häuschen hat. Und es ist ein paar Mal um das Häuschen herumgeruggelt. Aber es hat nicht können zum Fenster reinschauen, es war viel zu klein gewesen. Da hat auf einmal eine rauche Rossstimme von drinnen gerufen. Wer läuft da aussen rum? Sie ist stehen geblieben. Sein Herz hat ganz laut geklopft. Die Tür vom Spielhäuschen ist ein Spalt weit aufgegangen und ein mächtiges, geschecktes Gampiros hat rausgeschaut. Komm rein! Hat das Gampiros gewirrt und hat ganz fürchterlich seine grauen Augen gerollt. Sie ist zu Tod verschrocken. Es hat zittert und gleich hat es gefolgt und ist durch den Türspalt ins Häuschen hineingeschlafen. Direkt unter der Nase von dem gefleckten Gampiros ist es stehen geblieben. Es ist sich ganz klein und armütig vorgekommen. Oh, ist das Gampiros ein prächtiger Kerl gewesen. Er hat einen Sattel aus richtigem Leder und rote Zügel mit silbrigen Beschlägen und ganz glänzige silbrige Steigbügel. Und jetzt hat es aus seiner roten Nase Blasen und hat das Rössli angefahren. Was fällt dir eigentlich ein, im Garten von dem kleinen Mädchen rumzulaufen und ums Spielhäuschen rumzustreichen, hä? Sie hat am Boden geschaut und hat schüch gesagt, ich bin einmal mit meinem Meister vor einer Weile da vorbeigekommen und da hat mir das kleine Mädchen so angeschaut, wie wenn es mich gern will haben und jetzt hat mein Meister kein Geld mehr und ich kann kein Brot mehr kaufen und jetzt bin ich gekommen und will schauen, ob ich dem kleinen Mädchen immer noch gefalle und ob es echt für einen Taler zahlen für mich, wenn es mich behalten darf.
Ein Taler, ho, 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 hat der stolz Gampirus gelacht. Hast meine den Verstand verloren, du kleine Knirps, hä? Was soll das Mädchen machen mit so einem verkratzten Zeug da? Oder meinst du, etwa, könntest du zu uns ins Spielhaus kommen, hä? Wir sind kein Abfallhaufen da. Sie hat schön links und rechts geschaut. Ja, wirklich, das sind prächtige Spielsachen beieinander. Außerdem geschenkte Gampirus sind da Baby gelegen und ganze Babyhäuser, Teddybären, Schiffli, Velo, Ballen zum Spielen, grosse und kleine, und Märchen und Bilderbücher und Baukästen. Und alle haben ganz bös zu dem kleinen Rüssli geschaut. Meinst du, könntest du bei uns im Spielhäuschen bleiben? Haben jetzt alle Baby und alle Tiere auch noch gesagt. Unsere Meisterin hat ein richtiges, lebiges, kleines Ross im Stall draussen. Was soll sie denn mit dir anfangen, hä? Verstampft den Wicht! Verstampft den Wicht! Hat ein Bleisoldat gerufen. Da ist das Gampirus hoch auf die Hindern gestanden und hat das kleine hölzige Rössli wirklich mit seinen scharfen Hufen verstampfen. Aber das Heu hat sich umgekehrt und ist zur Tür gekumpelt. Im gleichen Moment ist die Tür aufgegangen und das kleine Mädchen ist reingekommen. Es hat ein bisschen gesungen. Jetzt ist es da geblieben und hat das hölzige Rössli gesehen. Yeah! Es ist auf das hölzige Rössli zugerannt und hat sie in die Arme genommen. Du herziges, kleines Rössli, hat es gesagt. Wie heisst du? Und wie kommst du da rein? Da haben alle Baby in einer Täube dem kleinen Mädchen wollen miteinander klären, was das für ein Frechtag sei. Und das Gampirus ist in einer Aufregung hinten und vorne gegampelt und der Bleisoldat ist auf den Bauchkasten geklettert, um von dieser bodenlosen Frechheit vom Rössli zu erzählen. Aber das kleine Mädchen hat dieser lärmigen Gesellschaft die Tür vor der Nase zugeschlitzt. Unter einem Äpfelbaum ist es mit dem Rössli gesessen. Jetzt erzähl mir mal, wie du da angekommen bist, du herziges Rössli, hat es gesagt. Und das Heu hat ihm seine ganze Geschichte erzählt. Und die Tränen sind ihm über die Backen abgerugelt, was vom Onkel Peter berichtet hat, wo jetzt krank ist und friert und Hunger hat und in einer Schür liegt, ganz allein. Armes, kleines Heu, hat das Mädchen gesagt. Ich will dich dem Onkel Peter nicht wegnehmen, aber ich will dir sagen, was du machen musst. Du musst zum Onkel Peter zurück und ihm sagen, er soll für mich ein zweites hölziges Rössli machen. Ganz tupfengenau gleich wie du bist. Und dann gibt er meinem Vater sicher einen Taler dafür. Es ist schnell in die Küche und hat einen Haufen gute Sachen geholt für den Onkel Peter. Die hat ihm Rössli aufgeladen, hat ihm ein Küsschen gegeben auf die Nase und dann ist sie zum Tor ausgerugelt. Es hat noch mal gewiehert, um Adi zu sagen. Und dann ist es gegen die Wälder und gegen die Schür, wo der Onkel Peter die letzte Nacht drin allein zurückgeblieben ist. Es war todmüde, als das Abendsbad endlich die alte Schür gesehen hat von Weitem. Die armen grünen Rädchen haben die Schüle geigset. Onkel Peter! Onkel Peter! Hat sie gerufen. Es hat ihm schon von Weitem willen sagen, dass es gute Sachen bringe und erst noch gute Nachricht. Aber keine Antwort. Je, ist mein armer Meister recht zu fest krank? Kann er mich echt nicht mehr hören, hat es gedacht und ist noch schneller gerugelt. Und dabei haben ihm seine Beine so wehgetan, es wäre am liebsten gerade umgefallen und liegen geblieben. 100 Stunden lang hat es willen schlafen. Und wo es endlich in die Schür kam, in das Seebecken, wo der Onkel Peter gestern eingeschlafen ist, war die Schür leer. Der Onkel Peter ist verschwunden. Die Schür hat dem alten, gutmütigen Fraueli gehört, die ganz in der Nähe allein in einem Häuschen gewohnt hat. Das hat anders gestaunet, was am Morgen in der Schür den kranken Onkel Peter gefunden hat. Es hat gerade wollen, seinem mageren Kühli ein paar Gabeln voll Heu bringen in die Krippe. Da hat sie Mecke den alten Mann gesehen. Der Onkel Peter hat ganz hoch Fieber gehabt und er hat kaum gewusst, wo er ist.
Er hat furchtbar Durst gehabt und hat immer gesäuft. Wasser, Wasser. Oh, du armer Tropf, hat das alte Fräuli gesagt und hat ihm Wasser gebracht. Und als er viel getrunken hatte, hat es ihm geholfen aufstehen. Es hat ihn in sein Häuschen geführt. Der Onkel Peter hat das beste Zimmer bekommen, mit dem weichsten Bett und den wärmsten Decken. Und zuoberst hat das Fräuli erst noch seine eigene Decke gelegt. Die war aus 1000 Plätzchen zusammengebüht und jeder Platz hat eine andere Farbe gehabt. So, du bleibst jetzt da, bis du wieder gesund bist, hat das Fräuli gesagt. Und es ist in die Küche gegangen, um ein zünftiges Habermus zu kochen. Das macht den alten Mann gleich wieder gesund, hat es gedacht. Der Onkel Peter war glücklich, dass er in einem weichen Bett liegen durfte, unter der Decke von dem alten Fräuli. Er hat verwundert die vielen farbigen Plätzchen angeschaut. Aber er hat kaum gewusst, wie er da reingekommen ist. Ein so hohes Fieber hat er gehabt. Mühsam hat er das gute Habermus gegessen und dann ist er eingeschlafen. Eine Stunde um die andere ist umgegangen. Unterdessen ist es heute durch die Wälder und über die Hügel gerugelt. Und jetzt ist es eben wieder zurück in der Scheuer und hat gesucht und gesucht und der Onkel Peter einfach nie gefunden. Da hat sein Bündel abgelegt und ist vor die Scheuer raus. Wo ist echt der Onkel Peter? Da hat das Häusli gesehen von dem alten Fräuli. Vielleicht kann ihm dort jemand etwas sagen. Es ist der Gartenweg aufgerugelt und hat mit seinen hölzigen Rädchen an die Tür geklopft. Es war schon ziemlich spät am Abend gewesen, und der Onkel Peter hat schon friedlich geschlafen und das alte Fräuli ist auch schon ins Bett gegangen. Was du gehört hat, Poldern an der Tür, ist es böse geworden. Der alte Mann hätte ja aufwachen können. Wütig ist es als Feister gekumpelt. Da ist vor der Tür ein hölziges Rössli gestanden. Ja, das sind sicher ein paar Spitzbuben gewesen, die an die Haustür gepoldert haben und dann ihr hölziges Rössli vergessen haben. Schnell ist es in die Pantoffeln geschlafen und ist die Stegen abgekumpelt. Und bevor es Hüe können ein Wörtli sagen, ist es gepackt worden und man hat es weit in den Wald rausgerührt. Bang! Die Tür ist zugeflogen und das Hüe ist noch über den holprigen Waldboden gebückelt, bis es endlich liegen geblieben ist. Das ist eine böse Geschichte. Aber das Hüe hat etwas gesehen. Im Häusli vom alten Fräuli ist der Zschoppe und der Hut vom Onkel Peter gegangen. Also ist er doch dort drin. Als sich das Hüe erholt hat von seinem Schreck, ist es vorsichtig aufgestanden. Es hat zuerst schauen, ob es nicht alle Beine und Rädchen gebrochen hat bei dem Sturz. Aber zum Glück war es noch ganz. Langsam ist es zum Häusli zurückgekommen. Es hat der alten Frau erklären, wer es sei. Und es wollte fragen, ob es nicht beim Onkel Peter bleiben darf. Es könnte sicher amigs jemandem ein bisschen helfen. Und so hat es zum zweiten Mal geklopft. Da ist das alte Fräuli den Weg in eine Täube geraten, dass es trotz seiner alten Beinstege durch abgestürmt ist, das Rössli gepackt hat und mit aller Kraft in einen tiefen Graben gerührt hat. Und dann hat es die Tür verriegelt und ist wieder ins Bett. Anklopfen nützt nichts, das hat sie jetzt gemerkt. Es ist aus dem Graben gekrochen und hat traurig gewartet, bis es Morgen geworden ist. Am Morgen ist das alte Fräuli aufgestanden und ist in die Kammer vom Onkel Peter. Wie geht's dir? Hat sie gefragt. Danke, liebes Mütterli, hat der Onkel Peter gesagt. Es geht mir ein bisschen besser. Ich habe wenigstens gut geschlafen. So, das ist recht, hat das Fräuli gesagt. Ich bringe dir jetzt ein bisschen frische Milch von meiner Kuh. Und es hat in der Küche einen Kessel geholt und hat wollte zum Stall rüber. Da sieht es vor der Tür wieder das hölzige Rössli stehen, wo es in der letzten Nacht schon die ganze Zeit gestört hat. Was? Du bist schon wieder da? Und es hat das Heu an einem Bein gepackt und hat es hoch über das Dach vom Häusli gerührt. Das Heu ist an den Schwalben vorbeigeflogen, die auf dem Dach oben gesessen sind, an den Tauben vorbei und an ein paar Spatzen vorbei, die im Chemie ein Nest gebaut haben. Schaut mal, haben die Spatzen gerufen, da kommt ein Rössli, das fliegen kann. Gespässig!
Aber mit dem Fliegen war es nicht weit her. Plumps ist das Heu im Garten gelandet, zwischen dem Lauch und den Kabisköpfen. Das ist jetzt doch zu viel, sogar für ein geduldiges Röstli, hat das Heu gedacht. Und es ist liegen geblieben. Ganz trümmerig war es ihm. Aber auf einmal ist es aufgekumpelt. Es hat nämlich gesehen, dass die Haustür halb offen gestanden ist. Jetzt hat es doch können rein, einfach zum Onkel Peter rein, und dann ist alles wieder gut geworden. Oh je, warum ist mir das nicht vorher schon in sich gekommen? Gerade wo es hat wollen, zur Haustür wollte, ist die alte Frau aus dem Stall gekommen und hat das Hölzigrössli gesehen. Bumm, hat sie den Milchstuhl an die Türe geschmettert. Vernebt. Sie hat doch das Rössli treffen. Jetzt ist ihre Wut so gross, dass sie nicht mehr gewusst hat, was sie macht. Bumm und plätsch ist der Milchkübel hoch im Bogen gegen das frech Rössli geflogen. Milch ist in einem breiten, weissen Bach über die Stegentritte durchabgelaufen, das Gartenwägli durchab. Aber das Heu hat keine Zeit gehabt zum Lachen. Es hat gerade in den Hausgang hineinschleifen, da ist es von hinten gepackt worden. Das Weibli hat gerüft. Das Mal schlage ich dich zusammen, du galter Strick! Sie hat das Rössli genommen und in Holzschopf gedreht. Ja, das ist jetzt schon nicht mehr zum Lachen gewesen. Jetzt ist es ernst geworden. Die alte Frau hat das Bieli von der Wand runtergenommen und hat das Heu auf den Boden gestellt. Oh, jetzt verscheitert sie mich und rührt mich auf, hat sie gedacht. Und kalte Schweißtröpfe sind ihm von der Stirn runtergelaufen. Die Frau hat weit ausgeholt, um das Rössli zu totschlagen. Die Axt ist runtergesauset, aber im letzten Moment hat das Rössli einen Gump machen auf die Seite und ist zur Tür ausgerannt. Und die Axt ist so tief im Boden gefahren, dass die alte Frau umsonst am Stiel umgezehrt und gerissen hat und schaut schumpfend dazu, dass die Scheiterbeingeschirr vorne rausgeflogen ist. Sie hat das freche Rössli doch einfach wollen zu totschlagen. Aber das Heu hat sich kein zweites Mal angefangen. Es hat sich versteckt hinter dicken Sträuchern im Wald. Jetzt hat es das böse alte Weib nicht finden. Da war es ganz sicher. Die konnte suchen, solange sie wollte. Was soll ich jetzt auch machen? Hat sie gedacht. Zu meinem Meister kann ich nicht. Die alte Frau schlägt mich zu Tod, wenn sie mich noch mal sieht. Dann muss ich halt in die weite Welt raus. Vielleicht kann ich noch immer Geld verdienen und es dem Onkel Peter bringen. Bis dann ist er sicher wieder gesund und ist froh, wenn er ein bisschen Geld hat zum Brot kaufen und vielleicht sogar eine Wurst. Das Rössli hat noch mal traurig zum Häuschen rübergeschaut, wo der Onkel Peter reingelegen ist. Und dann ist es fortgerollt durch den grossen Wald. 2 Tage und 2 Nächte lang ist es gewandert. Aber wo, dass es für den Onkel Peter Geld verdienen könnte, das hat es immer weniger gewusst. Endlich hat es ein paar Fuhrwerke gesehen. Immer mit 2 Rosten vorgespannen. Die Fuhrleute sind in blauen Übergewände auf den Böcken oben gesessen und etwa die haben das Fröhli mit den Geißeln geklopft, zum Tross antreiben. Wohin gehen wir? Hat das Heu die grosse Ross gefragt und ist schnell neben ihnen hergelaufen. Jetzt gehen wir zum Pächter Michel. Dem helfen wir das Heu einbringen, haben die Ross gesagt. Wir gehen zu allen Pächtern und Bauern ringsum und helfen ihnen beim Heuen. Verdienen ihr viel dabei? Hat das Heu gefragt. Wir selber verdienen kein Geld, haben die Ross gesagt. Aber wir kommen am Morgen und zum Mittag und zum Abend guten Haber über. Wir sind doch Ross und brauchen kein Geld. Wir wüssten nicht für was. Aber unsere Meister kommen den Lohn über, wenn die Arbeit fertig ist. Darf ich auch mit euch arbeiten? Hat sie gefragt. Da haben die Ross freundlich gelacht. Ja, warum nicht? Wenn es dir Freude macht. Beim Pächter Michel haben die Fuhrme müssen einen Vertrag unterschreiben. Sie müssen versprechen, sie wollen 3 Tage lang an so und so manger Stunde mit ihren Ross und mit ihren Wegen arbeiten. Das Heu ist einfach zuhinterst in die Reihe gestanden und hat gewartet, dass es auch dran kommt zum Unterschreiben.
die die Mann das gesehen haben, haben sie laut angefangen lachen. Und am lautesten von allen hat der Pächter Michel gelacht. Hoppotztausend, was will denn der kleine Kerl da? Aber das Häuschen ist nicht verschrocken. Es hat dem Pächter mit dem schwarzen Bart zmitz ins Gesicht geschaut und hat gesagt, ich will bei dir 3 Tage lang arbeiten, wie die anderen Ross, und will Geld verdienen. Ich bin ein starkes Rössli und fleissig und kann gut arbeiten. Da hat der Pächter Michel noch lauter gelacht. Aber er hat es einmal probieren und hat das Heu mit den anderen aufs Feld rausgeschickt. Und der Heuet ist angegangen. Die Fuhrme haben gleich aufgehört zu lachen, wo sie gesehen haben, wie zünftig das kleine hölzige Ross arbeiten kann. Es hat sich vor die schwersten Wege gespannen und hat der Ross geholfen, die grössten Heufuder zu ziehen. Überall dort, wo die schwerste Arbeit zu machen war, dort war das Heu. Es hat gezogen und gestossen und geschafft, dass sogar die stärksten Ross alle Achtung hatten und mit ihren grossen Köpfen genickt haben. Unterdessen ist der Pächter Michel da und dort hingelaufen. Er hat wieder ein bisschen geflucht damit in seinen schwarzen Bart hinein und ist meine gar nicht mehr zum Lachen aufgelegt gewesen. Die Arbeiter hat er angekifelt und mit den Peitschen hat er amigs nach den Ross geschlagen, dass sie noch schneller arbeiten und noch mehr sollen machen. Aber am meisten hat er mit dem hölzigen Rössli geschumpfen und dabei hat doch es am meisten geschafft von allen zusammen. Am Abend haben die Männer ihre Ross heimgeführt in die Ställe. Und das hölzige Rössli, das hat der Pächter Michel behalten und hat es in einen eigenen Stall eingesperrt, die ganze Nacht. Es war so müde, dass es gerade eingeschlafen ist. Es hat geträumt vom Onkel Peter und von dem vielen Geld, das sie bekommen nach der Heuernte. Am nächsten Morgen ist es schon ganz früh auf dem Feld aussen gestanden. Die anderen Rosse haben dem Freundin zugenickt. Guten Tag. Sie sind froh gewesen, dass ihnen das kleine hölzige Rosse so tapfer hilft bei der schweren Arbeit. Warum braucht eigentlich der Pächter Michel für die Heuernte nicht seine eigenen Rosse? Hat das Heu beim Mittag gefragt. Die sind alle so mager und ausgehungert, die sind nicht genug stark, haben die anderen Rosse gesagt. Es kommt ihm billiger, wenn er uns anstellt. Seine eigenen würden schon nach einer Stunde tot umfliegen. Unsere Meister kommen allerdings nicht gern zum Michel. Aber es geht ja nur 3 Tage. Und sein Geld ist schließlich gerade so gut wie das von den anderen Bauern. Z'Abig vom 3. Tag, wo alles Heu unter dem Dach war, haben sich die Fuhrme parat gemacht, um wieder heimzufahren. Sie haben das hölzige Rössli gestreichelt und ihm gesagt, wie es fleissig und wackers war, wo sie auf den Lohn gewartet haben. Wo der Pächter Michel das Geld ausgezahlt hat und das hölzige Rössli auch gesehen hat, anstehen und warten, hat er angefangen spotten. Hä? Was will denn so ein kleines Holzross mit Geld anfangen? Aber die anderen Fuhrme, die sind taub geworden und haben gesagt, du musst dem Rössli auch seinen Lohn geben. Es hat ihn, denke ich, verdient, so gut wie mir auch. Überhaupt hat es am meisten geschafft von allen Rössli. Es ist kaum zu glauben, wie stark und schnell das Rössli ist. Es hat seinen Lohn mindestens so verdient wie wir alle zusammen. Da hat der Pächter Michel schlau zwinkert und hat gesagt, schau mal, kleines Rössli, willst du nicht ein Weile bei mir bleiben und noch etwas mehr Geld verdienen, weisst du? Ich sehe, du bist ein starkes und ein tüchtiges Rössli. Ich hätte noch einen Haufen Arbeit für dich. Sie hat nichts dagegen gehabt. Es hat dem Pächter sogar gedankt und hat gesagt, es würde gerne noch eine Woche da bleiben und noch mehr Geld verdienen. Und so hat es den anderen Ross und den Fuhrmann Adi gerufen und ist beim Pächter Michel geblieben. Eine ganze Woche lang hat es heute geschafft, so wie es seiner Lebtag noch nie geschafft hat. Vom Morgen früh bis zum Abend spät hat es der Pächter von einer Arbeit zur anderen geführt. Manchmal hat er schwere Sachen schleichen lassen. Es hat gemeint, seine hölzigen Rädchen müssen verbrechen. Und zum Abend ist er so todmüde aufs Stroh gesunken, dass es kaum mehr träumen konnte. Aber es hat viel an Onkel Peter gedacht
und sich gefreut auf die Überraschung, wenn es aus seinem hölzigen Bauch einen ganzen Haufen Geld auf dem Onkel Peter seinen Tisch rausschütteln. Zum Glück war die Woche gleich vorbei und Sü hat vom Pächter Michel seinen Lohn verlangt. Aber der hat gesagt, willst du nicht noch eine Woche länger da bleiben und noch mehr Geld verdienen? Und Sü hat sich gern noch mal überreden, auch wenn die Arbeit furchtbar schwer war und kein Ende hat wollen nehmen. Das Gut vom Pächter war eh Lämpfe verlottert und allen Ecken und Enden musste man flicken. Aber auch am Ende dieser Woche hat Sü kein Geld bekommen. Der Michel hat immer wieder gefragt, ob es noch mal eine Woche bleibe. Und nach 6 Wochen ist ihm Hü endlich Geduld ausgegangen. Und es hat einfach seinen Lohn verlangt. Da hat der Pächter Michel angefangen zu lachen und hat gerufen, er hätte überhaupt nie im Ernst daran gedacht, ihm nur einen Rappen Lohn zu geben. Und er hat das Rössli gepackt am Zügel und hat es wieder in den alten Stall gezehrt. Jeden Tag hat er jetzt das Rössli schon am Morgen früh an die Arbeit getrieben. Und spät am Abend, wenn es schon dunkelt hat, hat er es wieder in den alten Stall eingesperrt. Er hat sich ins Fäuste gelacht, wenn er daran gedacht hat, wie das Rössli arbeitet und er keinen Rappen dafür überkommt. Ha, einen Sonnenempfang hat er sich nicht dürfen lassen gehen. Da ist ihm Hü auf einmal eine gute Idee gekommen. Es war zwar todmüde am Abend, und gleich hat es angefangen knabbern und raspeln an der hinteren Bretterwand. Mit den Zähnen hat es ein Loch rausgenagelt aus dem Holz. Und dann hat es gedacht, weil es dann später mal bei einer guten Gelegenheit auf und davon zu dem Loch aus. Jede Nacht ist das Loch grösser und grösser geworden. Und am Morgen hat das Heu am X gut zudeckt mit Stroh, dass der Pächter Michel nichts merke. Endlich war das Loch gross genug, um durchzuschleifen. Aber das Heu hat noch warten bis zum Abend. In der Nacht hat es beim Dunkeln besser fliehen. Eine ganze Nacht hat gelangt, um weit, weit fortzugehen, ohne dass jemand etwas gemerkt hat. Und darum hat es an dem letzten Tag noch besonders fleissig gearbeitet. Und bei jeder Fuhre hat sie zu sich selber gesagt, Jui, heute Nacht bin ich frei. Am Abend ist Sü in den Stall geführt worden und die Tür hat der Pächter Michel von aussen zugekriegelt. Es ist schnell aufs Loch zu und hat will Stroh wegnehmen. Der Pächter Michel hat das Loch gesehen und hat es mit dicken Brettern zugenagelt. Ui. Sü ist so furchtbar verschrocken, dass es ganz vergessen hat, die Stroh zu liegen und zu schlafen. Die ganze Nacht sind ihm Tränenbecher über die Backen abgerunnen und es hat gejammert. Wie kann ich jetzt fort von dem schwarzen Michel? Und was passiert mit dem Onkel Peter, wenn mich der Frech nie mehr fortlässt? Am Morgen ist der Pächter Michel wie gewöhnlich gekommen, um das Heu wiederholen für die schwere Arbeit auf den Feldern. Aber das Heu war so verzweifelt, dass es ganz seine gute Erziehung vergessen hat. Und kaum hat der Pächter die Stalltür aufgemacht, hat das Heu ausgeschlagen, dass die Rädchen geklappert haben. Und es ist dem Pächter Michel wie ein Gescheit zwischen den Beinen gefahren, dass der das Gleichgewicht verloren hat und hinter sich auf den Boden plumpst ist. Und aus seinen Säcken ist eine ganze Hampfle Geld rausgetrollt und alle Batzen sind im Hof herumgerugelt. Aber das Heu hatte keine Zeit gehabt, um sich darum zu kümmern. Bevor der Pächter wieder aufstehen konnte, ist es zum Hof ausgerannt und die Rädchen haben sich so schnell gerollt, dass die Steine hinter ihm aus dem Weg gespritzt sind. Wo der schwarze Michel endlich wieder auf den Füßen gestanden ist, hat er zuerst einmal schauen, ob er bei diesem Sturz nicht alle Knochen gebrochen hat. Und unterdessen ist ihm das kleine Rössli ab. Der Pächter hat die Strasse auf- und abgeschaut, er hat es nie gesehen. So hat der Tante im Teich gefragt, welchen Weg das Rössli gerannt sei. Aber sie haben ihm keine Antwort geben. Quack, quack, haben sie gespottet und haben ihre Köpfe unter das Wasser gegeben und haben mit ihren nassen Füßen gewunken.
da ist der schwarze Michel aufs Ross gestiegen und ist die Strasse durchabgaloppiert. Der Teufel soll mich holen, wenn ich das hölzige Rössli nicht wieder einfange, hat er brüllt. Stundenlang ist er in der ganzen Gegend herumgeritten. Aber vom Heu hat er keine Spur gefunden und er ist mit leeren Händen heimgekommen. Quack, 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 haben die Enten gelacht und haben dem wütigen Michel ihren Hinter zugekehrt und haben ihn wieder zum Spott mit den Füßen gewunken. Unterdessen hat sich das Heu im hohen Gras von einer Wiese versteckt. Sein Herz hat ganz fest geklopft. Tak, 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 tak. Aber es hat nicht getraut, sich zu bewegen. Es ist bockstill stehen geblieben und hat die Ohren gespitzt, ob der böse Michel kommt. Aber es ist alles ruhig geblieben. Als das Heu sich endlich ein bisschen bewegt hat, weil ihm die Beinschier eingeschlafen sind, hat es gemacht. Kling, kling. Das Rössli hat auf den Boden geschaut. Und was hat es gesehen? Auf dem Brettli, wo die vier grünen Rädli angemacht waren, ist ein Taler gelegen. Der ist vorigen Pächter zum Sackhaus geflogen. Besser als gar nichts, hat das Heu gedacht. Und hat das Geldstück durch seinen Hals im Bauch geschoppert, wo es für den Onkel Peter aufhalten wollte. Dann ist es wieder mucksmüsli still stehen geblieben, bis die Sonne untergegangen ist. Was soll ich jetzt machen? Hat sie heute gedacht. Soll ich zum Onkel Peter zurück und ihm den Taler bringen? Aber ein einziger Taler ist noch etwas wenig. Und überhaupt würde mir die alte Frau sicher verscheiden, wenn sie mich verwünschen würde. Es ist besser, ich gehe in die Welt raus und verdiene dort ein grosses Vermögen. Ganz viel Geld. Und das wollte ich dann dem Onkel Peter zurückbringen. Und so ist es auf der Strasse gewandert. Weiter und weiter. Die ganze Nacht durch. Bis es zum Kanal kam. Das ist ein Fluss, der quer durchs Land durchläuft. Und die Schiffe fahren drauf zum Meer. Auf dem Kanal sind mächtige Lastschiffe gefahren. Sie sind schwer geladen mit Holz und Fässern und Säcken. Die Schiffe hatten kein Segel und kein Motor. Nein, ein Ross war vorne dran gespannt. Das ist am Ufer angelaufen und hat das Schiff an einem langen Seil gezogen. Nur ein Schiff, es ist Margherita drauf gestanden, war am Ufer angebunden. Und die Matrosen sind traurig dort und haben kein Wort gesagt. Was ist echt da passiert? Das Heu ist ans Ufer gerugelt und hat freundlich gesagt, guten Tag. Ja, für dich ist es vielleicht ein guter Tag, hat einer von den Matrosen brummelt. Du kannst wohl rumstehen und dich wärmen von der Sonne. Aber wir sollten das Holz zum Meer bringen und für die Bergwerke verladen. Und jetzt ist unser Ross gestorben und wir können nicht weiter. Es kommen alle anderen Schiffe vor uns im Hafen unten an und das Holz können wir nicht mehr verkaufen. Das wäre aber schade, hat sie gesagt. Wisst ihr was, liebe Matrosen? Ich bin ein starkes Rössli. Ich will euer Schiff ziehen, zum Meer runter. Und dazu will ich noch alle anderen Schiffe überholen. Da haben die Matrosen gelacht. Aber als sie gesehen haben, dass es dem hölzigen Rössli ernst ist, haben sie gesagt, ja nun, wenn du uns einen Kilometer weit ziehst, dann geben wir dir einen Batzen dafür. Und für jeden anderen Kilometer wieder einen. Und wenn wir zuerst im Hafen unten ankommen, dann schenken wir dir einen Taler. Sie hat noch so gerne angesagt. Sie hat kaum mögen gewarten, bis die Matrosen ihm das Schlepptau um den Hals gelegt haben. Endlich hat sie das Zeichen zum Abfahren bekommen. Die Matrosen haben gleich aufgehört zu lachen, als sie gesehen haben, wie gut das hölzige Rössli ziehen kann. Jetzt schaut einmal das an, haben sie zueinander gesagt. Das Rössli zieht uns gewissen Kilometer weit. Das grosse Schiff ist jetzt schon ordentlich schnell gefahren. Das Heu ist nämlich gerugelt, so schnell es konnte. Zwar hat ihm das Seil wehtan am Hals und hat auch noch die letzte Farbe weggeripset. Aber das Heu hat einfach an Onkel Peter gedacht und es hat ja für ihn Geld verdienen. Nach einem Kilometer haben die Matrosen einen Batzen auf den Damm gerührt und das Heu hat ihn runtergeschluckt. Hoi,
Jetzt haben sie schon zwei Geldstücke in seinem hölzigen Bauch rumgerumpelt. Und das Rössli hat immer mehr Freude bekommen an seiner neuen Arbeit. Und wirklich, wie es es vorausgesagt hat, schon gleich einmal hat es vor der Schiff eingeholt. «Platz machen, Platz machen!» haben die Matrosen zum anderen Schiff übergerufen. Und jetzt haben die sieben Leute müssen ihr Ross ausspannen und das kleine hölzige Rössli mit der Margherita vorbeilassen. Und so ist es weitergegangen. Ein Schiff nach dem anderen hat müssen anhalten, ausspannen und die Margherita vorbeilassen. Nur drei Schiffe hat es noch nicht eingeholt. Annemarie, die Lisbeth und die Regina. Das sind die schnellsten Schiffe auf dem ganzen Kanal. Grosse, starke Rosse haben die gezogen. Neben denen hat das Heu nur wie ein munziges Zwergli ausgesehen. Eigentlich konnte das Heu froh sein, wenn es als 14 in den Hafen angekommen ist. Da hört es auf einmal hinter sich ein Ross. Zuerst hat es gedacht, es sei eines von diesen Zugross, die wieder einholen will. Aber das Trampeln der Hufe ist immer näher gekommen. Und wo das Heu hinterher geschaut hat, wer auch da so pressant hat, sieht der Schwarzmichel auf seinem alten grauen Ross. Er hat das hölzige Rössli einfach finden. Und am Kanal hat ihm jemand gesagt, da vorne ziehe ich so ein hölziges Rössli ein Schiff. Da ist er am Kanal nah wie ein Gescheit und hat um jeden Preis das Heu einfangen und auf seinen Hof zurückbringen. Jetzt ist es ein Rennen auf Leben und Tod geworden. Das Heu ist gerast, was seine vier Rädli hergegeben haben. In seinem Bauch sind Geldstücke drunter und drüber gewirbelt und Margherita ist durchs Wasser geschossen, wie wenn 10 Dampfmaschinen drin wären und sie würden antreiben. «Platz machen, Platz machen!» haben die Leute auf der Margherita gerufen, die Annemarie geholt haben. Und die Matrosen von der Annemarie, die haben nicht gerade Freude gehabt, wo sie wegen einem hölzigen Rössli ihr starkes Ross ausspannen mussten. Aber wo sie weiterhin den Pächter mit seinem schwarzen Bart gesehen haben, auf dem Ross der Pär reiten, haben sie gerufen, «Hei, das gibt einen Spass, ein lustiges Wettrennen!» Und bevor der Pächter auch noch hat vorbeireiten konnte, haben sie schnell ihr Ross wieder eingespannen. Und wo die Matrosen den schwarzen Michel endlich vorbeigelassen haben, hat das Heu schon die Lisbeth eingeholt. Sie war halb tot vor Müde. Aber seine vier Rädchen haben sich drüllet und drüllet und es ist gesauset, dass hinter ihm eine hohe Staubwolke aufwirbelt ist. Die Leute von der Lisbeth haben in die Hände geklatscht, die gesehen haben, dass sie jetzt nur noch die Regina, das stolze Schiff, einholen müssen. Und auch die auf der Regina sind alle auf Deck gewesen, um das Wettrennen ja nicht zu verpassen. Sie haben gemeint, sie strenge sich wegen ihnen so an. Sie haben nämlich den schwarzen Michel noch nicht gesehen. Der ist wegen der Annemarie ein Stück weit zurückgeblieben. Auf der Regina sind die Leute fang nervös geworden. Sie haben doch ums Guckers zuerst in den Hafen kommen, weil die zuerst waren, das Holz am teuersten verkaufen. Sie haben laut gehebt, um ihr Ross noch mehr anzutreiben. Und der Regina ist schneller und schneller dem Hafen zugeruscht. Oh je, hat sie gesäuft. Wenn die Regina zuerst in den Hafen kommt, dann müssen wir draußen warten, bis alles abgeladen ist. Und unterdessen kommt der schwarze Michel und packt mich und alles ist verloren. Und es hat sich zusammengenommen, die letzte Kraft hat es zusammengenommen, zum gleich noch vor der Regina anzukommen. Es war aber auch höchste Zeit gewesen. Im Heu seine Rädchen haben angefangen zu wackeln und jeden Augenblick hätte eins rausfallen können. Und dann? Aber Gott sei Dank, das Ross von der Regina ist immer müder geworden. Und das Heu hat sie so weit eingeholt, dass die Matrosen noch gleich können rufen, «Platz machen, Platz machen! Dummes Zeug!» haben die von der Regina gerufen. «Da vorne ist ja gerade der Hafen, jetzt spannen wir nicht mehr aus!» Aber das Heu war nicht einverstanden. Es hat nämlich hinter sich den Gaul von Michel gehört. «Platz machen, Platz machen!» hat es gewirrt, so laut es können. Und es hat ausgesehen, wie wenn es mit seinem Schiff wett die Regina umrennen. Und dann haben sie Margherita durchgelassen. Das Heu hat die Wettfahrt gewonnen. Die Matrosen haben gejubelt, als sie zuerst in den Hafen eingefahren sind.